schon 21:45, ne? Hey, wir haben Choice Chamber noch gar nicht geschafft, Leute. Wir machen noch eine Runde Choice Chamber. Wir machen noch, ohne Witz, wir machen noch eine Runde Choice Chamber. So, jetzt war ich erstmal. Jetzt mache ich erstmal. Ich suche mir mal einen anderen. Ich nehme jetzt mal El Primo. So. Okay, ich bin jetzt mal El Primo. Wer ist hier online? Online, online, online. Was ist das? ProGamer Brawl? Wie kann das denn bitte sein? Hä? Was ist das? Wie geht denn das jetzt? Wie kann es sein, dass jemand. Verstehe ich gar nicht. Okay, mein Ton ist ein bisschen bescheuert, oder? Das können wir sofort regeln. Ich habe mir das schon fast gedacht, aber keiner sagt's, ne? Keiner hat's mal gesagt. Oder ich hab's nicht gelesen. Ich habe mich ein bisschen leiser gemacht. Das sollte das besser gehen. So. Okay. Doch, Mann. Und schon ist der erste hier am Start. Dan, man. Ich gehe dem ein bisschen aus dem Weg. Hauptsache, der geht mir auch aus. Dan, man. Hau ab. Geh weg. Der hätte mich natürlich. Der hätte mich natürlich gekriegt. Der kriegt mich auch so, ne? Geh weg, Mann! Gehst du weg? Oh, legt da noch eine. Oh! Mann, ey! Mann, ey! Muss noch ein bisschen leiser machen. Ey, mein Owner ist heute so laut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bestimmt, weil ich so nah dran bin. Jetzt ist es auch besser. So. So, hat der mich noch gekriegt, ey. Wie ärgerlich, ey. Also, Satisfactory wollte ich noch dazu sagen. Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, ganz am Anfang, ich werde es auch als YouTube-Video später nochmal machen. Ich habe schon die Idee, meinen Computer ein bisschen hochzurüsten. Das dauert natürlich eine Zeit, weil das einfach so geldaufwendig ist, ja. Und so immer mal hier, also ich habe mir mal vorgesprochen, der gesagt, mach doch an, hier spenden sie oder was weiß ich, kannst dir auch an Weihnachten, keine Ahnung, an Weihnachten kannst du dir ja so ein Nachrüstkit kaufen, ja. Habe ich mir was rausgesucht, so ein AMD Ryzen 2700G mit der Grafikkarte, die ich aktuell drin habe, das könnte schon eine gute Sache sein mit 16 GB RAM. Und da könnte ich bestimmt auch Satisfactory spielen oder Card Life oder sowas, ja. Das würde mich schon reizen. Im Moment muss es eben Indie-Games bleiben oder so ein bisschen Handyspiel oder so ein bisschen Playstation-Spiel. Ja, wir können also. Wir wollen jetzt Gothic wollen wir fertig machen. Sieht im Moment richtig geil aus, grafisch, ja. Wir können, Spider-Man muss ich noch ganz gerne fertig machen. Und dann wird's halt Stardew Valley. Sobald Stardew Valley auf der PlayStation zum Beispiel multiplayer-fähig ist, machen wir mit dem Markim und mit dem Dafür zusammen Stardew Valley weiter. Wir könnten auch Stardew Valley zum Beispiel auf dem PC spielen. Also so Indie-Games fetzen natürlich ja auch. Und ich denke, man macht als Multiplayer bestimmt auch riesig Spaß, wenn alle das so ein bisschen gemeinsam zocken. Minecraft würde noch anstehen, da hatte ich ja die Idee, ein Projekt zu machen, aber die Nachfrage ist gar nicht wirklich so richtig da, wie ich es mir gedacht hatte, ne? Roblox möchte mein Sohn total gerne spielen. Bei Roblox, da verstehe ich den Sinn irgendwie nicht. Bei Roblox, das ist mir. Da begreife ich den Sinn. Was habe ich denn da oben eigentlich? Achso, die Just Talking-Szene. So, ich war also 9. Platz. Ich bin in dem Spiel richtig schlecht. So, ich würde sagen, noch eine Runde. Ich schreibe das mal in den Team-Chat, ja. GG. Und dann schreibe ich mal hin. Also, ich würde noch eine Runde machen. Komma. Danach noch eine kleine Session. Choice. Chamber. Es macht ja doch irgendwie Spaß. Also muss man immer wieder sagen. Es macht ja wirklich, wirklich Spaß. Dieses. Ey, jetzt muss ich den Greenscreen. Erstmal, was ist denn da passiert? Habe ich den abgerissen? Was ist denn. Was geht denn hier ab, ey? Was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Warte, gib mir mal eine ganz kurze Sekunde. Achtung. Ach nö, ist ja ganz einfach. PC-Cam hier, Filter. Chroma Key. Tipp. Ich mache kurz mal eine Farbe wählen. Pick Screen Color. Die neben meinem Gesicht. Das ist nämlich grün. Weil tagsüber, wenn die Sonne reinscheint, ist es nämlich so ein bläulicher Ton. Und jetzt ist es so ein grüner. Und jetzt machen wir zack. Aber ich sehe so wieder so unscharf aus. Es ist unglaublich. Naja. Ist der nie scharf aus, was soll's. Alle ready. So, okay.
Ich bin auch ready. Und ich mache jetzt nochmal mit El Primo. Ich will schon nochmal eine richtige Runde gewinnen, ja? Dragon Quest 2 oder 7 Days to Die? Natürlich. Also 7 Days to Die ist auch relativ reizvoll, muss man auch sagen, ne? Was ist der Teamcode? Ach, den habe ich jetzt leider natürlich nicht geteilt. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt auch die letzte Runde. Wir machen danach noch ein bisschen Choice Chamber. Beim nächsten Mal haue ich den Teamcode gleich irgendwo rein in den Chat oder in, keine Ahnung, muss ich mal überlegen, wie man das am sinnvollsten macht. 3 Angriffe brauche ich immer, aber das wird ja besser. Dabei braucht man dann nur noch 2, wenn man richtig am Schlüssel ist. Da ist auch ein El Primo. Ah. Wir könnten natürlich noch eine Runde machen, wo wir alle mit El Primo... Och nee, ich will nicht. Ich will nicht kämpfen. Ich bin so der... sagen wir mal, ich bin der zurückhaltende Typ, ne? Ich mag das gar nicht. Es rennt da oben der Danman rum. Ja, klar. Komm ruhig. Phil. Ah, Alter, wie hat der... Mit Shelly... Was ist da los? Alter, wie hat der mit Shelly... Zwei Schüsse weg. Zwei Schüsse weg. Guck mal, ich mach einfach mal hier. Drück mal schnell auf den anderen Screen. Ich meine natürlich diesen, ja. Können wir noch ein bisschen zugucken. ja, also wie gesagt, ne. Wieso bin ich denn so unscharf? Was ist denn das? Das ist mir immer wieder ein neues Rätsel. Immer wieder ein neues Rätsel. Die Kamera stellt sich ja nicht alleine scharf. Vielleicht sollte ich da mal mein Handy nehmen als Kamera oder sowas. Wäre schon cooler, ne? Jetzt hier PC-Szene. Ohne Kamera. PC-Szene mit Kamera. Ist schon cool, ne? Und ein kleines bisschen Kamera wegdrehen, damit der Elgen da oben ein bisschen steht. So. Okay. Wer ist jetzt hier der Letzte? 3 Leute sind noch da. Der Phil ist noch da. Mit Jelly, der hat mich ja weggeknallt, ja. Hat mich ja weggenascht. Danman spielt noch mit seiner Blitzkugel und S-Gamer ist auch noch da. Hier hat man dann schon 3 Leute, die wissen, was sie tun. Der Dynamike, ja, der ist auch richtig nervig. Also das... Wenn der als Gegner ist, der schon mega nervig, ne? So, Jelly gegen Dynamike. Jetzt wollen wir mal schauen. Ja, da hat Dynamike dann ganz schlechte Karten eigentlich, weil er ja nicht wirklich gut zielen kann. Das ist so ein Hinterhältler, der aus dem Hinterhalt schießt, aber ich bin immer in Platz 6 geworden. Nicht der allerletzte. So. Ich schreibe jetzt mal vielen Dank. Komm mal, und ich würde mich über einen Besuch bei Twitch freuen. Komm mal, für Joyce Chamber. Und dann machen wir natürlich eine kleine 3, ne? Oh. Was? Warte mal. Mann. Eine kleine 3. Wo ist denn eine kleine 3? Ich habe kein kleiner Eis. Ich habe kein kleiner Eis-Symbol. Dann machen wir einfach so. Kleiner 3.